So wie ein Hubschrauber. Ja, sieh ihn. Ja. Couch ist hier gerade alles. So 500 Meter in die Richtung. Konzentrier dich aufs Fahren. Sagte er. Einen Hubschrauber holen. Und die Invasion verhindern. Wow. Eingebracht. Das laufe ich zu Fuß. Das laufe ich zu Fuß. 100 Meter. Kleiner Spaziergang. So hinein droht. Auf zum Hubschrauber. Oha. Auch hier, wir nehmen einen von denen. Na den hier. Okay, Raketenabwehr und Maschinengewehr. Verstehe. Ja, ich komme nicht wirklich voran. Mal ein bisschen was vorausschicken. Ich glaube, das immer noch nichts gebracht hat. Müssen rein in den Bloody Turret. Okay. Das hat kaum was bewirkt. Müssen wir treffen oder was? Ich sehe leider nicht, wo wir hin müssen. Ah ja, die Kanonen. Zerstöre die Kanonen. Oh
Oha. Stütze fast ab. Lande auf der Leos. Oha. Und der hat noch Kanonen. Okay. Hier landen. Bin gelandet. Platziere eine Bombe. Okay. Ich platziere meinen Handschuh. Bomben platziert. Ich habe doch eine Bombe schon platziert. Auf der anderen Seite. Oh shit. Wird hier vorher gekillt. Was erwartet man, wenn man auf so einen Meteorsflieger drauf? Und den werden wir nicht los. Ich laufe hier einfach durch. Keine Kugel kann mir was. Sturmtruppler-Ausbildung hatten die. Beste Sturmtruppler-Ausbildung. Hier. Bombe platzieren. Fliege zum Hinterdeck. Bin hier gleich tot. Fliege zum Hinterdeck. Da bräuchte ich das Flugzeug für. Okay, der stand hier irgendwo. Wo hatte ich mein Flugzeug geparkt? Hat jemand mein Flugzeug gesehen? Und ich nehme ein anderes. Ein Helikopter drüben. Das ist doch noch ein Tag, das dort drüben. Aber stark bewacht. Okay, das funktioniert so nicht. Ja, die Waffe hier. Fliege zum Hinterdeck. God bless America. When this is over, I'll steal the blueprints from the DOD. A few years, we can probably build our own. Kinsey, I love you. Bin am Hinterdeck. Lande auf dem Hinterdeck.
Okay, so komme ich da nicht ran. Ach komm. Als ob ich eine Treppe nicht. Ich bin zu blöd zum Treppe hoch und Treppe laufen. Nein, nein. Ich bin echt zu blöd zum Treppe laufen. Ich komme hier nicht hoch. Daran scheitert die Mission. Der Charakter kann keine Treppen laufen. Okay, noch eine Bombe. Brauche ich nicht. Oder doch? Ja, die hätte ich schon gebraucht. Aber zu spät. Nehmen wir den schnellen und schmerzhaften Weg. Checkpoint erreicht, das ist toll. Tut es Cyrus. Ah ja. Am besten mit der Waffe hier. Das sind Granatenwerfer, das bringt nicht viel. Bauen Flugzeug. Nein, hier nicht sterben. Na komm. Das muss doch was bringen. Ein bisschen was haben wir ihn schon abgezogen. Das ist wahrscheinlich wahnsinnig ineffektiv. Zumal ich hier mal umgeschleudert werde. Hier steht eine Waffe. Ja, die ist da schon effektiver. Na, komm her. Komm zu der die. Ja gut, so ist das natürlich. Die mussten natürlich auch behalten. Blöd, wenn man die nicht aufhebt. Ja, das nächste Mal. Ich bin gleich tot. Ich kann die Waffe nicht mal aufheben. Heilige Granate. Bitte vom Checkpoint. You sure you want to do this, Cyrus? The people dying below us are you and your saints. Ja, komm, nimm dir einen. Magst du bitte nehmen? Willst du? Meine muss nicht, aber. Würde meiner treffen? Natürlich nicht.
müssen wir noch ziehen können. Wie soll denn das was werden? Ach du Schande. Versuch's mal wieder mit der hier. Wenn ich sie denn diesmal behalten darf. Wenn ich mal zum Kämpfen komme, bringt das was. Ja, raus hier aus dem... Okay, er fliegt unten durch. 5 Minuten habe ich zum Cybers töten. Mischt euch hier nicht ein. Eierschüsse. Ah, verdammt. Bin ich gleich wieder tot. Wir hatten ihn schon zur Hälfte. Jetzt fliegt er wieder unten durch, der Feindling. Bleibt mir weg. Ey, ich muss mich auf euren Boss konzentrieren. Das ist fies. Ja, ist fast. Dann nur am Viertel. Jetzt fliegt er wieder unten durch. Feigling. Hebt die Waffe auf. Hebt die Waffe auf. Gib eine andere Waffe auf. Mit der wird das nicht viel. Krack. Nein. Wir haben den schon fast. Okay, mit einem Treffer. Okay, jetzt hol dir so eine Waffe. Hier liegt einer. Nice. Kommen wir von dem Flugzeugfrachter. Werf die Waffe weg. Werf die Scheißwaffe weg. Ja, spazier mal schön. Und rein hier. Rein hier, verdammt. Nach vorne. 10 Sekunden schaffe ich nicht! Am Arsch. Ich hoffe, es gab einen Checkpoint. Ich will nicht nochmal.
Danke. Die scheiß Waffe, die ich hatte. Und wollte auch nicht fallen lassen. Es muss nur fliegen üben. Rein hier. Und raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Da steht jetzt so ein Buff. Steht so ein Buff-Dings im Weg. Los hier! Du Schelz! Hängst an der Kanone fest. Es gibt doch. Das gibt's doch. Sachen gibt's. Los hier! Ich steigst aus hier. Ich geh kacken. Guten Dinge sind es drei. Ja, jetzt renn doch mal, renne. Als ging es um dein Leben. Wer es verdammt nochmal tut. Und hoch, hier raus, hier raus, hier raus, hier raus, hier. Und hoch 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 und hoch. Und hoch und umschalt. Und geradeaus. Weg hier. Aufs offene Meer hinaus. Kinsey, round up every saint we can find. We're going on a field trip. Even in a place that is no stranger to violence, today's assault on the city stands as the blackest time in Steelport's sordid history. While the government has yet to comment on the attack, we have a report. No one runs, no one gets shot, understand? Sorry. Kinsey, you in the booth? All set. I got a message from Monica Hughes and her stooges. Dear bitch, Steelport is under new management and we don't answer to you. This is foreign soil now. Come at my city again and you'll go home in a fucking box. Back to you. Not bad. You could be a weatherman or some shit. I may have laid it on a little thick. You did just create a city state. Huh. Good point. That reminds me. This place is gonna need a new mayor. How you feel about public office? Horrible idea. I'm in. Then let's get to work. What? Okay. Quest ist durchgespielt. Spiel durchgespielt. Und für den Soundtrack in den Credits werde ich geclaimed. Wenn man, es ist, Twitch. Habt Gnade. YouTube kann nichts rausschneiden. Wir haben mal die Story durchgespielt. Sieht so aus. Kannst jetzt auch nicht abschalten mit Musik. Ja. Ich weiß nicht, ob es da auch noch weitere Quests gibt oder so, ob da. Aber die Story haben wir jetzt durchgespielt, wie es ausschaut. Ja, man kann mich hier gar nicht hören bei der Musik. Auf YouTube vielleicht, wenn ich es rausschneide, aber. Ja. Ich muss trotzdem drüber labern, damit hier nicht so viel von der Musik drin ist, wenn ich jetzt einfach aufhöre zu reden, dann ist dann die Musik nur da, aber dann ist das, habe ich arge Probleme auf Twitch, also es ist, ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen, ihr hattet Spaß bei Saints Row, wenn das jetzt hier das Ende ist, ja, ein panisch drumherum geredet.
Ja. Hat ja mal Spaß gemacht, würde ich sagen. Das ist ja... Ja. Auch wenn der Soundtrack mich auf YouTube... Ich habe nicht einen Part, obwohl zwei Parts haben es irgendwie geschafft. Also auf YouTube wurde mir alles... Also geklämt nicht, aber... Zum Glück ist bei mir Monetarisierung noch nicht so wichtig. Also ich brauche mir keine Gedanken zu machen um die Monetarisierung, aber... Die Monetarisierung hatte ich sofort drin, auf 5, 6 Titel immer drin. Also der Soundtrack von diesem Spiel ist... Erstaunlich, dass mir nicht geclaimed wurde. Dass mir nicht weltweit gesperrt wurde. Also... Den Credit Song kann ich dann in der Nachbearbeitung im Schnitt raushauen. Da was anderes zu packen, aber Classic Musik bei Kyren Ritz. Das habe ich auch mal versucht, beim Radio so ein bisschen Klassiker zu machen, weil es die wenigsten Probleme gibt. Okay, jetzt das dürfte klar gehen. Nein, geht nicht klar. Der Song geht weiter. Keyboards, Shiner Studio. Ja, das sind die daran schuld sind, an dem Wahnsinn, den wir hier erlebt haben. Jetzt in den vergangenen Streams. Und sie uns so geführt. Wow, das ist ein krasser Shit. Kann man direkt so sagen. Okay, ja. Ganz viele Leute haben damit gemacht. Deep Silver Products Development sind die Developer. Auch wenn ich an den Entwickler sagen muss, was habt ihr geraucht? Was zum Henker habt ihr geraucht? Muss ich halt wirklich sagen, ja. Trotzdem nice Game. Danke fürs Machen. Ja, eindeutig, was habt ihr gemacht? Was habt ihr geraucht? Und sag mir bitte, wo ihr das her habt. Ich will auch was davon. Ja. Wie lange gehen die Credits hier noch? Die Silver Global Brand and Marketing haben wir hier. Ja. Auch toll, dass das als du selbst spielen konntest, dass du den Charakter selbst gestalten konntest, das finde ich spitze. Dass du selbst der Darsteller bist. Ja. Mit Modi zusammen zu spielen hat das auch Spaß gemacht, aber auch zwei Streams, mindestens 4 bis 6 Stunden haben wir gemeinsam gespielt mit Modi. Das war ein langes Game, das haben wir. Da gab es einige Streams hatten wir da. Das haben wir wirklich ewig gespielt. Das war. Ja. Und diese Musik werde ich unbedingt rausschneiden im Schnitt. Da ich das auf 2 getrennt Audiospuren aufnehme, ist das möglich. Im Stream sperrt mich nicht. Was auch immer das da gerade im Hintergrund ist, was das für eine Musik ist. Ja, auch die Charaktere großartig. Der Bossgegner, den wir am Ende getötet haben, der Cyrus. Ein Zwischengegner. Oh, krasse Aktion, krasse
Missionen wie die hier. Ich erinnere mich daran, wie wir im Hauptquartier standen und das Hauptquartier im Krieg verteidigen mussten, wie wir da das gegen das Militär verteidigen mussten. Also diese Genki's Quest, diese Spielshow und so weiter habe ich jetzt im Endeffekt auch ausgelassen. Ja, das ist so ein kleiner Dämpfer, aber wenn man sich hier an die Hauptstory hält und da nicht die ganzen Nebenquests erstmal weglässt. Wir wollen die Credits noch, wenn es noch gehen. 4 Stunden oder was? 5 Stunden Credits oder ja. Jo. Schreibt mir auf YouTube in die Kommentare. Am besten hier im Twitch-Stream, wie es euch gefallen hat. Auch noch weitere Teile davon, das ist der dritte Teil der Saints Row Infinite. Gibt es auch noch im ersten, im zweiten, im vierten jetzt glaube ich auch noch. Ja, habe ich jetzt aber nicht so wirklich das Bedürfnis, die zu spielen. Ist jetzt gut, dass wir das einmal was gemacht haben. Ja. Ich sag jetzt schon mal danke fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht, das zu spielen. Ich hoffe, es hat auch Spaß gemacht zum Zuschauen. Ja. Ich freue mich auf das nächste Projekt. Ein Livestream mit euch. Jetzt muss ich mir mal langsam was besorgen. Wenn wir Saints Row abgeschlossen haben, Satinas Ketten. Jetzt ist erstmal Weihnachtspause, es ist eine Pause nicht, aber es kommt am Samstag, an Weihnachten werde ich erstmal Minecraft spielen und am Mittwoch kommt erstmal noch It Takes Two. Da sind wir auch gerade dran mit Modi. Mindestens ein neues Projekt sollte ich mir mal nehmen, It Takes Two vielleicht ausdenken. Nachschauen, was wir da spielen. Ich habe noch einige Spiele auf Vorrat, die wir spielen können. Das hat ja hier, das hat ein bisschen, das hat ja Zeit in den Stopp genommen. Das ist, ja. Aber ja, wow. Bin ich am Anfang wirklich sehr, sehr kritisch dagegen, dem gegenüberstand. Ja, muss ich sagen, bin ich positiv überrascht. Kann ich eigentlich nur gut bewerten, weil es ist ja. Also, es ist. Ich werde jetzt deswegen kein Fan von solchen Spielen, aber es ist halt. Ich erkenne an, dass Saints Row dafür hat. Die andere Teile der Reihe kenne ich nicht, Modi meint schon, sind nicht so gut, aber boah, lange Credits hier. Oh, Saints Row the Third, edles Stück, ist schon nicht übel, kann man machen. Tolles Spiel. Okay, wir können die Credits überspringen. Ist jetzt langsam mal. Ja, Stankfilm geschafft. Respekt 37. Gehören. Fortfahren. Das Aufblaspuppen-Outfit von dem Kleiderschrank. Das ist auch Domizil hinzugefügt. Aha, die Toiletten. Das Toiletten-Outfit. Stank-Uniform ist jetzt verfügbar. Cyber Sweet Hall. Ja.